Ich bin nicht ganz da, bin ein wenig verkehrt, ein kleines bisschen verloren und ein kleines bisschen gestört. Und wenn du mich fragst, ob's mir gefällt, wie ich bin, muss ich ehrlich sagen, ist gar nicht so schlimm. Ich probier jeden Tag nicht unterzugehen, mit der Welt auf die Schultern, so leicht ist es nicht. Ich weiß, wo ich hin will, muss nicht der Himmel sein und schickt's mich bloß nicht zum Teufel, da ist mir zu heiß, da mag ich nicht bleiben. Weil ich bin nicht ganz da, bin ein wenig verkehrt, ein kleines bisschen verloren und ein kleines bisschen gestört. Und früher da hab ich's ganz schön weit drin, das ist halt anders, ist gar nicht so schlimm. Wir regen uns oft auf über die Dummheit der Leute. So blöd, das kann doch nicht schön sein. Hey, da bleib mal lieber gescheit. Aber wo sind sich der Geld? Ist das die Leute irgendwie viel leichter im Leben haben, viel leichter als mir? Weil wir sind nicht ganz da, sind ein wenig verkehrt, ein kleines bisschen verloren und ein ganz kleines bisschen gestört. Die ganzen Normalos, die es da gibt auf der Welt, mit denen wollen wir nicht tauschen, nicht mal für Geld. Wir sind nicht ganz da, sind ein wenig verkehrt, ein kleines bisschen verloren und ein kleines bisschen gestört. Und wenn die Eppa fragt, bist mit deinem Leben zufrieden, dann zuck mit die Schultern und sag, ist gar nicht so schlimm, ist gar nicht so schlimm. Yeah, thank you very much. That was a country song by Matthias Kellner. Das war nicht so schlimm von meiner Platten Kettenkarussell. Und genau, ich habe in der Vergangenheit immer wieder mal so einen Country-Song aufgenommen. Es scheint immer wieder mal durch, dass ich der Country-Musik an sich nicht abgeneigt bin. Ich höre nicht dauernd Country und ich mag auch viel Country-Sachen überhaupt nicht. Aber es hat schon so gewisse Sachen, gerade so 70er-Jahre Country-Musik hat so einen großen Platz in meinem Herzen. Von Kris Kristofferson über Waylon Jennings und Willie Nelson und Merle Haggard und die ganzen Großartigen halt. 70er Jahre war so für mich, für meinen Geschmack, die große Zeit der Country Music. Und genau, mit diesem nicht so schlimm dachte ich mir, also den Text, da habe ich tatsächlich den Text zuerst gehabt, schon ziemlich weit fortgeschritten und vielleicht so zwei Drittel oder sowas und habe noch nicht wirklich so Musik, habe ein bisschen mit Akkorde umeinander gespielt und ich glaube, die Strophe, die war schon ziemlich genauso, wie es jetzt in dem Song geworden ist, aber ich habe noch keine Ahnung gehabt, wie das Feeling ist oder sowas, ne? Ob das irgendwie so oder was weiß ich, oder gezupft oder so. Und irgendwann bin ich dann so auf dieses, ich bin nicht ganz da, bin ein wenig verkehrt. Und dann haben wir gedacht, oh ja, das ist cool. Und es ist gerade immer lustig, wenn du so einen Text hast, der in dem es, der jetzt nicht bloß irgendwie rosig ist oder sowas, sondern der so ein bisschen, eine andere Seite anspricht. Wenn das Musikalische sich dann
ein bisschen bricht mit dem Text, das mag ich ganz gern. Und in dem Text geht es ja eigentlich so ein bisschen um so ein Gefühl von verloren sein und von nicht dazukehren, gleichzeitig dann aber irgendwie auch cool zum sein damit, dass man nicht ganz dazukehrt. Und ja, das ist ja eigentlich also ein klassisches Thema in der Country Music. Neben natürlich der Liebe und Trucks und am Highway. Ist das einfach so, genau. Und deswegen hat das dann, irgendwie hat das dann ganz gut zusammengepasst. Wer es nicht gemacht hat oder schon lange nicht mehr gemacht hat, checkt mal meine Platten, die Kettenkarussell aus. Ist eine Scheibe, die ich sehr, sehr gern habe. Sehr, sehr gern gemacht habe. Ich war fast die komplette Produktion von der Kettenkarussellplatten krank. Und zwar, es war im Frühjahr, ich weiß nicht mehr welches Jahr, aber im Frühjahr auf jeden Fall habe ich die Platten aufgenommen. Und unser Bub war im Kindergarten und hat eine Hals-Nasen-Ohren-Erkrankung nach der anderen daherbracht. Und ich habe es immer eins zu eins übernommen. Bloß halt so der Klassiker, dass er halt nach zwei Tagen wieder cool war und ich hab's eineinhalb Wochen umeinander getragen, da war ich eh schon mit der nächsten Pest dahergekommen. Und ich weiß noch, ich hab aufgenommen und hab mir immer wieder gedacht. Und wenn man ganz genau aufpasst, dann hört man bei ein paar Songs, dass ich eine sehr viel rauere Stimme habe, als ich es eigentlich habe. Und das liegt einfach darüber, weil ich irgendwann gesagt habe, ja, scheiß drauf, das ist jetzt, so ein Platten ist immer so ein Polaroid von einer gewissen Zeit einfach. Das ist so eine Aufnahme aus einer gewissen Zeit. In der Zeit habe ich gerade so und so gut Gitarre gespielt und so gut gesungen und so gut oder schlecht Lieder geschrieben. Und das reflektiert die Platten dann natürlich auch. Und auf derer Platten singe ich so rau wie selten auf irgendeiner Scheibe. Was die Songs auch überhaupt nicht geschaut hat oder sowas. Aber immer wenn ich einen Song von der Platte nachher, denke ich mir, oh, Alter, da tut mir der Hals weh beim Zuhören. Weil ich gewusst habe, da hat mir der Hals weh. Oder so. Naja, so ist es halt nun mal. Ja, das war's. Vielen Dank für alle, die bis zum Schluss zuhören. Das freut mich immer besonders. Auch wenn sie mir schreibt, dass ihr bis zum Schluss zuhört. Das wärmt mir das Herz und die Seele. Und jetzt kommen welche, die wärmen mir jeden Monat das Herz, die Seele und den Geldbeutel. Jetzt kommen meine Unterstützer, meine Patreons. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ihr macht es möglich, dass ich lala, solche Songs aufnehmen und singen kann und veröffentlichen. Dankeschön. Für euch.